Die Andacht zum Tag. Aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sie sind doch aus Galiläa. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Hallo, ich bin Christopher Markutzig aus Sausenheim. Und kennen Sie die Pfingstgeschichte? Die, in der die Jünger Jesu in allen Sprachen der Welt reden und jede und jeder in Jerusalem diese Predigt der Apostel in seiner Muttersprache verstehen kann? Eine echt schöne Geschichte, in der die Zerstreuung der Menschheit quasi aufgehoben wird. Es wird also wieder so, wie es eigentlich von Anfang an Gottes Plan gewesen ist. Wäre da nicht der Faktor Mensch gewesen, der in der biblischen Urzeit auf die Idee gekommen wäre, genauso groß sein zu wollen wie Gott selbst. Denn dazu haben sie ihn gebaut, den Turm aus Babel, und die ganze Menschheit hat daran mitgeschuftet. Doch das wurde dann auch Gott zu viel, und mit der Verwirrung der Sprache hat er erst einmal dafür gesorgt, dass unsere Gattung wieder auf die richtige Größe zurechtgestutzt wurde. Durch das Pfingstwunder baut Gott dabei wieder eine Brücke zwischen den Menschen. Zwar verschwinden die unterschiedlichen Sprachen nicht und nach wie vor stecken in solchen Verständigungsschwierigkeiten auch Ursachen für Ablehnung und Missverstehen, doch durch den Glauben an Christus gibt es zumindest in der Bibel wieder die Möglichkeit, einander zu verstehen. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch in der Herzenshaltung. Das macht Pfingsten eigentlich zu einem so besonderen Feiertag. Mit diesem Tag beginnt nämlich die weltweite christliche Gemeinschaft. Einfach, weil man sich wieder verständigen kann. Pfingsten reißt also quasi Grenzen ein. Pfingsten schafft ein Fundament, auf dem wir mit Gottes Hilfe etwas Gemeinsames aufbauen können. Dass das nicht immer gelingt, das erleben wir jeden Tag, leider. Aber dass es gehen kann, davon erzählt die Bibel. Denn wenn etwas über Christus gesagt wird, man mit ihm betet und Menschen in seinem Namen zusammen sind, dann gibt es eigentlich keine Grenzen mehr zwischen den Leuten. Ein toller Gedanke und einer, an dem es sich lohnt, jeden Tag ein bisschen mitzubauen. Nicht an einem Turm, der bis in den Himmel reicht, sondern an einer Gemeinschaft, die mit und füreinander da ist. Wäre das nicht pfingstwunderbar? Ich bete. Gott, du hast uns Menschen unterschiedlich geschaffen. Und allzu oft stehen diese Unterschiede auch zwischen uns. Doch du verbindest uns auch durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, dass wir diesen Geist in uns spüren und wir die Brücke, die er zwischen uns schlägt, auch zueinander gehen können, um an der Gemeinschaft zu bauen, die du für uns von Anfang an im Sinn hast. Darum bitten wir dich. Amen. Und so geht in diesem Pfingsttag mit dem Segen und dem Geleit des Heiligen Geistes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.